herzlich willkommen bei Helf im Hinterhof. Ich bin der Kai und ich möchte euch heute demonstrieren, wie man einen Plattenspieler auspackt, den man sich original im Laden gekauft hat. Selbst wenn eine gute Bedienungsanleitung dabei ist, kann es manchmal sein, dass die dortigen Beschreibungen etwas umständlich formuliert sind und damit zu Verständnisproblemen führen. Also habe ich heute als Beispiel mal unseren beliebten Einsteigerplattenspieler, den Debut Carbon Esprit DC von Project mitgebracht. Und ja, wir machen das jetzt Schritt für Schritt und fangen vielleicht mal damit an, den Karton aufzuschneiden und alles rauszuholen. Okay, da haben wir ihn also vor uns und für mich immer der erste Schritt ist das Anbringen der Kinch-Kabel. Wenn man hier hinten schaut, ist es alles ein bisschen beengt, deswegen drehe ich mir den gern so ein bisschen über den Tischrand. Als erstes die Erdungsklemme befestigen. Ja, und dann beim Anschluss der Stecker einfach darauf achten, dass weiß auf die weiße Buchse kommt und rot auf die rote Buchse. Da sind wir mit dem Kinch-Kabel schon fertig. Mache ich gleich mit dem Netzteil weiter. Der Anschluss ist natürlich auch hier hinten. Hier gibt ja nur eine Buchse, wo er reinpasst. So. Wenn also das Anschließen der Kabel erledigt ist, dann folgt der nächste Schritt. Wir stellen ihn an den endgültigen Aufstellungsort. Das sollte im Idealfall eine feste Unterlage sein und die sollte möglichst natürlich im Lot sein, damit unser Plattenspieler seine Aufgabe richtig gut verrichten kann. Stellen wir also hier auf den Tisch und beginnen mit dem Einstellen des Tonarms. Der Tonarm ist vom Hersteller hier mit einem Kabelbinder gesichert, damit er während des Transports nicht ausschlagen kann. Kabelbinder muss natürlich entfernt werden, sollten Sie aber aufheben, weil falls es mal nötig ist, den Plattenspieler zu transportieren, dann ist es immer gut, den Tonarm wieder festmachen zu können. So, jetzt brauchen wir also unser Gegengewicht. Unser Gegengewicht sorgt nachher dafür, dass auf der Nadel die richtige Kraft wirkt, damit sie nicht zu tief, zu kräftig in die Rille geht. Und damit sie aber überhaupt sich absenkt, brauchen wir das. Ganz wichtig vor dem Einstellen ist, den Tonarmlift abzusenken und einen eventuell vorhandenen Nadelschutz, so wie diesen hier, vom System zu entfernen, weil der wäre ein zusätzliches Gewicht, das wir jetzt nicht gebrauchen können. Dann stecken wir das Gewicht mal ein Stück hier hinten drauf und heben den Arm aus seiner Führung. Und jetzt sorgen wir dafür, dass der Tonarm möglichst in Waage schwebt, indem ich das Gewicht so lange verdrehe, bis er tatsächlich hier quasi schwebt. So, habe ich das erreicht, das ist die sogenannte Nullbalance, dann muss ich hier vorne am Gewicht die Skala auch auf Null stellen, ohne das Gewicht dabei zu bewegen. Das heißt, ich halte es hier fest und drehe die Skala, die hier vorne dran ist, so lange, bis die Null mit dem weißen Strich übereinstimmt. Wenn das geschafft ist, ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt. Und zwar muss ich jetzt die richtige Auflagekraft für das System einstellen. Die steht in der Bedienungsanleitung. Ich weiß sie natürlich auswendig. Das sind in unserem Fall 1,75 Gramm. Also verdrehe ich das ganze Gewicht, bis die Skala 1,75 anzeigt. So, dann haben wir nur noch eins zu tun. Wir hängen das Anti-Skating-Gewicht ein. Da gibt es hier oben einen gekerbten Dorn. Drei Kerben sind drauf und die Bedienungsanleitung sagt aus, wir sollen die mittlere benutzen, also die Schlaufe in die mittlere Kerbe hängen und dann hier hinten über diese Führung, dass es frei hängen kann. Damit wäre das Einstellen des Tonarms schon geschafft.
Der nächste Schritt ist jetzt schon den Riemen auflegen. Der Riemen hat eine beschriftete Seite, die sollte nach außen zeigen. Wir legen ihn hier um den Innenteller herum und dann auf das Motorpulli. Das ist ein interessantes Detail. Bei diesem Plattenspieler kann man die Geschwindigkeitswahl nicht per Knopfdruck machen, sondern man muss zwischen 33 und 45 manuell umschalten. Wobei das untere, größere Laufpulli der 45 entspricht und das obere dem häufig verwendeten 33 ein Drittel Umdrehung. Das heißt also auch, später, wenn ich mal eine Platte in 45 spielen möchte, muss ich erst den Teller abnehmen und den Riemen umlegen. Aber das sollte kein Problem sein, denn das ist ja ein leichter Teller. Project liefert den Teller zusammen mit einer Filzmatte aus, die ich persönlich empfehlen würde wegzulassen. Ich habe das Gefühl, dass der Plattenspieler dann etwas freier klingt und ja, insofern der Teller hat in der Mitte eine Bohrung, die Bohrung auf die Achse und da sind wir schon spielfähig. Zum Schluss noch zwei Tipps. Tipp Nummer 1 ist, der Ein- und Ausschalter ist bei diesem Modell vorne links zu finden, auf der Unterseite. Den kann man sehr gut fühlen. Und ganz wichtig ist natürlich, Plattenspieler und Staub vertragen sich nicht. Also packen wir natürlich noch die Staubschutzhaube aus. Die wird ganz simpel hier hinten drauf gesteckt und lässt sich dann bequem hoch und runter klappen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem neuen Plattenspieler. Bis zum nächsten Mal.